Iveco 395 Einzelteile. Das größte Jungfeuerwerkssortiment, was ich je gesehen habe. Und wir werden jetzt einfach mal einiges daraus zünden. Die Wunderkerze, Knallteufel machen wir nicht. Und ja, es ist, also die Labelung kenne ich gar nicht. Die Knatterfritze oder auch hier Knatterhex, also auch eine Knatterfritze vom Prinzip her, kenne ich so eigentlich gar nicht. Diese ganzen Labelungen. Und wir werden mal gucken, ob es das gleiche ist wie immer. Oder ob es tatsächlich mal was anderes ist. Oh. Schade, ich wollte es eigentlich nicht kaputt reißen, aber jetzt ist auch mal. So, wir greifen den bunten Beutel und erwischen Knatterfritze. So, einmal. Na komm. So, einmal aufmachen. Ach, die eingetüteten Dinger. Ja. Die ganz standardmäßigen. Es sind auch die mit der furchtbar kurzen Zündschnur. Also die sowieso schon scheiße sind. So. Ja, ich glaube, ich habe schon wieder welche weggeschmissen, egal. So, machen wir mal gucken, was wir einmachen. Wow! Ist das ein Knatter oder ist das ein Knatter? Das ist ein Witz. Dass sie dafür überhaupt Geld nehmen. Oh, Entschuldigung! In Hand gehalten. Ja, das ist doch. Leute, das ist doch kein Knattern. Oh, Witz. Absolut. So, was haben wir denn? Das ist aus der guten Tüte. Tolle Biene in einem ebenfalls guten, bekannten Design. Auch ich stelle meine Kamera auch scharf. Zwischendurch mal. Boah, ist das windig, Leute. Ohne Witz. Wenn Silvester so windig wird, ist das wieder scheiße für die Raketen. Das ist ein Feuerzeug, Leute. Wow. Ey, scheiß Wind, geh weg. Weg damit. Weg damit. Also auch das waren jetzt wieder ganz normale, wie immer, Snappy sind Knallerbs, Knatterhexe sind auch 8 Mini-Blitze von Veko. Das müssten ja eigentlich die gleichen wie eben sein. Wenn es die gleichen sind, zünden wir sie gar nicht. Ja. Ist auch irgendwo ein bisschen verarscht. Es sind genau die gleichen Sachen, also insgesamt viermal das gleiche, nur mit zwei unterschiedlichen Verpackungen. Das ist ein bisschen gemein. So, was haben wir hier? Wunderkerzen hatten wir schon. Knatterfritz nochmal. Wunderkerzen, Wunderkerzen. Koboldsnapper. Knatterhexe. Oh, was ist das denn? Meteoriten! In einer süßen Sechserpackung. Das ist ja mal was. Habe ich erwähnt, dass meine Hände kalt sind? Ich glaube ja. Aber mein Kameramann macht sich schon bemerkbar, dass ich ebenfalls in der Hände kalt sind. Aber Leute, wisst ihr, was das bedeutet, dass es wieder so scheiße kalt ist? Es geht auf Silvester zu, Pyrozeit ist da. So ganz nebenbei ist es schließlich heute der 19.11. Dementsprechend.
das war jetzt im Knall nicht sonderlich gut. Dementsprechend testen wir jetzt die Blitzknatterbälle, ob die mehr drauf haben oder ob das auch nur mit drin sind. Ich werde die aufgrund meiner kalten Finger jetzt aber nicht aufmachen, das geht die gleich nicht mehr zu. So, noch ganz Kofferraum aufräumen. Die Zündblitze sind auch für. Tolle Biene hatten wir schon. Sie scheinen zwar ein Kügelchen zu sein, aber nicht sonderlich gut. So, Zauberfee. Ich schätze mal, ja, 6 blinkende Blitze, das sind Blinktabletten. Blinktabletten, genau. Mein Kameramann ist jetzt nicht so bewandert mit Feuerwerk. Dementsprechend wird er sich jetzt gleich freuen. Ich sage dir, du bist blind. Ich würde dir raten, nicht reinzugucken. Sortiments haben wir die Drachenfeuer, also Flitze Feuerstein. Dass sich ein Großteil jetzt nicht zündet, einfach den Grund, es ist das gleiche wie immer. Es ist teilweise auch die einfach, ja, auch geil, wa? Flitze Feuerstein drin, Drachenfeuer steht drauf. Naja, so. Die sind aber immer geil. So, jetzt machen wir die anderen drei auch noch. Boah, das ist auch. Riechst du diesen Duft, Kameramann? Riechst du diesen Duft? Ich liebe ihn auch. Schön. Das muss ich hören. Das ist der Duft des Lebens. Oh, Scheiße! Toll! So sieht eine Bodenfontäne aus, auf der rechten Seite, was ganz Neues. So, und den letzten auch noch hinterher. Schön. So, also ihr habt gesehen, das Sortiment kann man machen, muss man nicht. Aber für den Preis kriegt man zumindest eine Menge von dem, was drin ist. Auch wenn es alles nicht das Beste ist, aber das wissen wir ja. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, adios.